Spielfilmlänge und MTV-Style werden hier alle Fragwürdigkeiten zum 11. September knallhart analysiert. Mit Erfolg. Mehr als 20 Millionen Mal wurde der Streifen bereits im Internet angeklickt. Bekannte Videos und Fotos sind so montiert, dass am Ende der Eindruck entsteht, okay, hinter den Anschlägen kann nur die US-Regierung stecken. In Oneonta, einer Kleinstadt nördlich von New York, sitzen die Macher von Loose Change. In ihrer Studentenbude haben Dylan Avery und Jason Burmes den Low-Budget-Streifen zusammengeschnitten, um endlich die dunklen Machenschaften der Bösen und Mächtigen aufzudecken. Wir versuchen nur Antworten auf unsere Fragen zu bekommen. Die Regierung sagt entweder absichtlich nichts oder wenn sie was sagt, dann gibt sie zwei oder drei verschiedene Versionen zu einem Sachverhalt. Für Burmes und Avery ist die Sache klar. Nicht die Einschläge der Flugzeuge allein brachten die Twin Tower zum Einsturz. Da muss mehr gewesen sein. Man muss nur lange genug hingucken. Hier, das ist 44 Stockwerke unterhalb der Einschlagstelle, wo es in diesem Moment runterkommt. Und hier das schon wieder. Das ist 60 Stockwerke weiter unten, da gibt es einen kontrollierten Knall. Und das noch einer 20 Stockwerke tiefer, als es von oben runterstürzt. Hier an der Stelle sieht man, wie es runterläuft. Und hier wieder ein Knall, vor der Wolke. Warum? Fragen über Fragen, vor denen sich auch die Wissenschaft nicht verschließen will. An der Brigham Young University von Salt Lake City lehrt Professor Stephen Jones Physik. Er hat den Einsturz unter anderem anhand von Videoaufnahmen untersucht. Sein Ergebnis: Die Hochhäuser wurden gesprengt, von wem auch immer. All these characteristics. Diese typischen Merkmale einer Sprengung. Der Rauch hier, der Knick in der Mitte. Der gerade Einsturz und schließlich das geschmolzene Metall unter dem Gebäude und den beiden Türmen. All das sagt uns, welches Material, welcher Sprengstoff dort vermutlich verwendet wurde. Der Physiker glaubt, dass die Türme durch ein Sprengmittel namens Termit zerstört wurden. Ein Stoff, der Metall zum Schmelzen bringt. Es folgt der Videobeweis. Sie sehen hier, wie das flüssige Metall an der Fassade entlang fließt. Und außerdem kommt weißer Rauch heraus. Das sind alles typische Merkmale für den Einsatz von Termit. Hier haben wir einen Versuch mit Termit. Sie sehen, wie das hier runterfließt. Das ist sehr interessant. In beiden Fällen sehen Sie, wie bei der Reaktion gelbes, heißes Metall und weißer Rauch entsteht. Das sind alles Beweise dafür, dass bei der Zerstörung der Gebäude Termit benutzt wurde. Und was flog am 11. September ins Pentagon? Augenzeugen berichteten damals Spiegel TV unmittelbar nach dem Einschlag, was sie sahen. Es war eine American Airline Maschine. Das sah aus wie ein Passagierflugzeug. Mit zwei Triebwerken? Keine Ahnung, das Ding war so schnell. Das war ein Passagierflugzeug, kam hier den Highway entlang. Man konnte genau sehen, worauf es zusteuerte. Zeugen, die wahrscheinlich von der CIA bezahlt wurden. Denn wo ist das Flugzeug, das ins Pentagon flog? Eine Frage, die Verschwörungstheoretiker auf der ganzen Welt umtreibt. Auch die Macher von Loose Change. Wenn 6 Tonnen Stahl und Titanium mit 850 Stundenkilometern ins Pentagon krachen, müssten sie deutliche Spuren hinterlassen. Doch der einzige Schaden am Pentagon ist dieses Loch. Vom Moment des Einschlags wurden bisher nur einige wenige Aufnahmen einer Überwachungskamera veröffentlicht. Ein eindeutiger Beweis, dass hier etwas vertuscht werden soll. Logisch. Also das sind die beiden Videos. Sie zeigen dasselbe nur aus zwei Winkeln. Das ist der Einschlag. Dylan ist rangezoomt, damit man sehen kann, was das Pentagon getroffen hat. Und ich frag dich, ist da eine Passagiermaschine? Das hier, das ist so klein. Das ist aber nicht das Flugzeug. Das soll angeblich vom Flugzeug sein. Nein, 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 die Leute sagen immer, das hier ist das Flugzeug. Das ist aber nicht das Flugzeug. Hier, da, siehst du das? Das da, das Leitwerk. Siehst du? Guck genau hin, gleich verschwindet das Leitwerk. Es gibt überall Überwachungskameras am Pentagon, auf dem Dach, am Boden, überall. Und die erzählen uns, sie haben keine Bilder von dem, was das Pentagon getroffen hat?
Das ist Blödsinn. I think that's obviously nonsense. Ein Flugzeug war es also wohl nicht. Was dann? Darauf weiß wieder Webster Tuckley eine Antwort. Das war die Übung von Marschflugkörpern. Von Marschflugkörpern, die abgefeuert worden sind von einem Frachter oder so einem ähnlichen Schiff. Entweder im Gulf of Mexico oder von dem Atlantik her. Und dann ein Ziel innerhalb der USA getroffen hat. Ich gehe davon aus, das ist das, was im Falle von Pentagon geschehen ist. Der 11. September 2001. Man darf gespannt sein auf weitere Enthüllungen. Vielleicht muss die Geschichte dann ja doch noch einmal umgeschrieben werden. Nun muss man den Konspirationsfanatikern eines zugestehen. Die wirkliche Geschichte des 11. September ist mindestens so unglaublich wie die finsterste Verschwörung. Und natürlich haben damit auch CIA und FBI zu tun. Allerdings weniger durch ihre Tätigkeit als durch ihre Untätigkeit. Amerika und Osama bin Laden, wie aus einem Dummkopf im Bettlaken, so angeblich Clinton, der Staatsfeind Nummer 1 wurde.